Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute wieder Jew Fix Time. Das heißt, Patrick Greiner ist dabei. Und wir haben heute das Thema. Hallo Patrick, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, es ist mir immer wieder ein Fest, wenn du dabei bist, weil das einfach so harmonisch und locker und frei ist, so wie ich es mag. Ja. So, ach, guck mal, für ein Screenshot gleich hier. Ha? Ach, top. So, schön. Genau, kann man nur auf YouTube sehen. Ja, tut mir leid. So, heute Thema, warum hast du überhaupt einen Podcast gemacht? Und zum Thema Sichtbarkeit so ein bisschen, Angst vor Sichtbarkeit, warum ist Sichtbarkeit wichtig? So, das möchte ich heute ganz gerne mit dir ein bisschen durchgehen. Vorstellen müssen wir dich nicht mehr, Patrick. Du bist eine Lichtgestalt auch im Podcast-Bereich. Ja, kann rechts wie links, ja. Ja. In jedem Stadion zu Hause. Ja, gut. Ja, gut. Papa, ja, der Ribéry. Ja. Ja. Ja, gut. Gut, damit hätten wir auch geklärt, du bist Bayern München-Fan. Ich bin VfL Bochum-Fan und muss nochmal hier erwähnen, dass dieser super Verein Meister der zweiten Liga geworden ist und jetzt ab in der Belletage im nächsten Jahr spielen darf. Ja. Freue ich mich sehr drüber. Und ich hoffe, dass sie auch direkt dann den Klassenerhalt schaffen. Aber dafür müssen wir noch ein paar Spieler holen. Liebe Grüße an alle Bochum-Spieler, falls ihr zuhört. Schickt mir mal ein paar Autogrammkarten oder so. Irgendwas, lasst mir mal was zukommen. Würde mich freuen. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Patrick, warum hast du damals jetzt vor gut 3 Jahren deinen Podcast gestartet? Warum? Ja. Ich muss das Thema Belletage noch aufnehmen. Jetzt bin ich ja quasi in der Belletage der Podcast. Dankeschön dafür. Das fühlt sich toll an bei dir. Das ist echt klasse. Ja, ja, so oben auf dem Gipfel. In der Zeitarbeit, da kommt man nicht an dir vorbei. Nee, also nee, ich meinte dich eigentlich, nicht mich. So. Ich stapelte Tiefstapeln. Ne? Also ich bin ja, okay. Ne, ich bekomme ja da nicht mal das, was die bei dir wegklicken, kommen dann rechts zu mir rüber. Oder so, ne? Also, okay. Und das sind gar nicht so viele. Deswegen, das ist ja noch schlimmer. Ne? Das ist heftig. Deswegen zur Information, ne? Wer zum Thema Positionierung, Sichtbarkeit und wirklich was von einem Profi hören und sehen möchte, bitte mal beim Zeitarbeitscoach nachschauen. Da hat der Daniel nämlich gerade was erzählt dazu. Das war sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, ich kann einen kleinen Teil dazu beitragen, damit wir ein rundes Bild haben. Ja, genau. Also Abo da lassen. Abo, Like, Glocke, Dingsbums, alles mal machen. Ne? Ja. Und, Glocke, wichtig. Die Glocke. Ja, auch mal klingeln einfach mal. Mal bei dir. Einfach mal bei dir klingeln. Ja, Adresse steht ja, kommt vorbei, auf den Kaffee. Ist genau, einfach Thema. Mal mit Waffeln vorbeikommen. Stalk mich ein bisschen. Ne? Ja, genau. Bewerft mein Haus mit Eiern. Okay. Oh Gott, Daniel. Ja, also ist ein Stück weit, also Liebe zum Portal oder Liebe zum Tool einfach. Ne? Also ich selber bin jemand, der gerne Beschallung auf dem Ohr hat. Ja, also sobald mir, vielleicht ist es schon krankhaft gefühlt, ja, also sobald mir langweilig wird, muss ich halt irgendwie was, also habe ich Kopfhörer auf, ja, irgendwie. Also das ich brauche das total irgendwie, ich finde das total spannend und das hat irgendwann angefangen mit, ich sag mal, sanft und sorgfältig oder wie die hießen, oder fest und flauschig jetzt mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Das wurde dann irgendwie immer mehr. Und als ich dann 2017 ein Unternehmen gegründet habe, ging es halt darum, was gibt es im Marketing für Optionen, was kann man machen? Ja, und dann habe ich eins zu eins zusammengezählt. Das war dann doch recht einfach in dem Zusammenhang. Habe mir überlegt, okay, ich höre gerne Podcasts. Grundsätzlich bin ich jemand, der gerne spricht und im besten Fall über Dinge, wovon ich Ahnung habe. Und ich wollte eine gewisse Message loswerden. Ja, also ich bin ja ein Freund von Themen, von Personaldienstleistung, sehe aber alles nicht so rosig, aber auch alles nicht so kritisch. Und wie vieles im Leben hat es ja 2 Seiten, so eine Medaille. Und das sollte so ein Stück weit auch mein Podcast sein. Ne? Also der Zeitarbeitscoach, da geht es halt nicht nur um das Thema zu hypen oder zu sagen, das ist Sklaverei, Ausbeutung, sondern wen gibt es denn dort? Ja, was machen die? Wo sind die Vor- und Nachteile? Also die Leute informieren. Das Thema Information war mir ganz, ganz wichtig. Deswegen waren auch die ersten Folgen ausschließlich Monologe von mir. Ja, ich habe dann halt mir ein bisschen was vorbereitet und das, was du ja heute machst, teilweise ja, sage ich mal, so in kleinen Snippets, das waren eigentlich von mir ganz geplante, offizielle Podcast-Folgen, die dann so 3 bis 7 Minuten gingen, die übrigens vorzüglich auch bei YouTube geklickt wurden, wenn man bedenkt, dass das ja ausschließlich Standbild war. Ja, inzwischen, dank dir, habe ich ja auch Bewegtbild. Ja, ich bin ja froh, dass die Hälfte auf dem Screen ja immer von dir auch dann geteilt ist, ne, wird. Aber ich hatte mich da nicht am Anfang nicht so sehr wohl gefühlt. Aber es wurde vorzüglich geklickt. Teilweise fast so viel wie bei den Podcast-Plattformen. Und das war so der Grund, Informationen verbreiten, ein Stück weit mein Unternehmen
bekannt zu machen und ein Stück weit dazu beizutragen, den Leuten mal einen Blick hinter den Kulissen zu bieten, weil die viele wissen ja gar nicht, was ist denn Zeitarbeit oder was bedeutet Personaldienstleistung. Mhm. Das war das. Ja, sehr interessant, also dass du eher so den Informationscharakter da hattest. Ja, genau. Aber natürlich auch in Bezug auf Sichtbarkeit. Ja, genau. Wer dich nicht kennt, kann ich bei dir kaufen. Der kann nichts das von deiner so. Firma wissen. Ne, da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Ja. Du kannst ja nicht alle Zeitarbeitsfirmen besuchen, mal anklopfen und sagen, hallo, da bin ich, ne? Lasst uns zusammenarbeiten. Sondern das da muss so man sich halt positionieren. Und da ist, glaube ich, Podcast auf jeden Fall kein schlechtes Medium. Und wenn man parallel noch YouTube bespielt, die zweitgrößte Suchmaschine nach Google, ist es die auch zusammengehören. Auch nicht. Ja, das war ja von Anfang an der Plan, ne, zum Thema Sichtbarkeit jetzt. Ne? Also deswegen habe ich eigentlich von Anfang an halt auch immer parallel YouTube auch gehabt, ne? Weil Google, glaube ich, also YouTube gehört ja auch zum Google-Konzern. Man merkt das automatisch, sobald du halt irgendwas auf YouTube hochlädst, wirst du halt auch bei Google ganz gut gerankt und dann gibt es ja auch so ein paar Spielregeln. Ich glaube, wir haben inzwischen fast 300 Abonnenten und 30.000 Aufrufe. Wenn man dann bedenkt, ja, dass wir halt eine ganz, ganz kleine Nische sind, ja, und kein Beauty-Podcast und andere, ganz, ganz besonders kein Beauty-Podcast, ja, der Zeitarbeitscoach-Podcast, beziehungsweise der von Purse One, bin ich damit sehr, sehr zufrieden zum Thema Sichtbarkeit. Wenn man dann halt noch einfach dann immer mit berücksichtigt, wie groß ist die Nische und beziehungsweise wie klein in dem Fall und wer hört sich in Deutschland oder zu dem Zeitpunkt 2017, da gab es auch noch nicht so viele, die sich einen Podcast angehört haben oder halt einen Videocast, wie man das ja bei YouTube, meine ich, ja so eigentlich dann auch das nennt, sich dann ansehen. Also ich bin über jeden Zuhörer und Zuschauerin dankbar, die sich das anhören und ansehen. Und ich hoffe, dass wir halt dann auch entsprechend Content liefern jede Woche. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch einer deiner Abonnenten. Und ich habe jetzt glaube ich, 165, arbeite fleißig daran, dass es da stetig steigt. Also wer jetzt den YouTube-Kanal von mir noch nicht abonniert hat, gerne Abo klicken. Und bei Purse One Solution auch gerne mal vorbeischauen, der Zeitarbeitscoach-Podcast, auch da ein Abo dalassen. Dankeschön. Und das lohnt sich immer, weil, damit ihr keine Folge verpasst, ja, und da kommt ja einiges und da sind auch wirklich interessante Größen aus der Zeitarbeit da, die wirklich tollen Content dalassen und viele Informationen. Ja. Und dafür ist es halt wichtig. Und dafür ist der Podcast ja auch entstanden und dafür hast du ja auch gerade gesagt, hast du den Podcast auch gestartet. Und genau. Man soll einfach mal reinhören und sich sein Bild machen. Und wenn man unzufrieden ist oder Wünsche hat, dann kann man die ja äußern. Man kann ja dir schreiben und kann sagen, ach komm, nimm doch mal den in den Podcast oder mach mal das Thema. Ja, weil so, das soll ja nun mal auch eine Sache für die Community sein. Ja, ich sitze immer und überlege mir, was kann ich nächste Woche für eine Podcast-Folge machen. Wenn die Community noch mehr aktiv wäre und uns sagt, was sie gerne hätte, kann man noch besser Content machen und kann den Zuhörer und die Zuhörerinnen viel besser und die Zuschauer noch abholen. Ja, das ist das Thema, glaube ich. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so die Herausforderung, die vielleicht auch viele haben, die auch wieder neu starten, vielleicht mit einem Podcast, die vielleicht mit uns halt auch das Thema irgendwie ein bisschen beleuchten oder halt auch die ganz andere Themen haben und jetzt auch damit starten. Das Thema Community ist halt so eine Sache. Wir haben, glaube ich, im Vorgespräch, hast du das ja auch erwähnt, ne? Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang du das den Begriff bei mir Community genannt hast und ich habe gesagt, ich habe eigentlich keine. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich eine Community anstrebe, weil du hast das ja auch gerade schön gesagt, mit der Angst vor Sichtbarkeit. Das würde ich nämlich dann gerne gleich als Überleitung direkt nehmen. Also ich glaube, dass halt eine Community für die Zielgruppe, die wir ansprechen, eigentlich gar nicht so wirklich da ist. Ja, weil das ist halt ein Thema, wo du eigentlich, bin ich der Meinung, wo du keine Fans aufbauen kannst, beziehungsweise dann halt vielleicht das, was ich mache, nicht unbedingt Fans. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie auf eine Messe bin, auf der Zukunft Personal, dass dann Leute dann irgendwie so, tuscheln, ach, das ist der Patrick Reiner vom Zeitarbeitscoach. Das kann ich, also wenn es so wäre, bitte nicht, ja, dann sofort Hallo sagen. Ich weiß, die Leute sprechen einen drauf an, die haben den vielleicht schon mal gehört und gesehen und den Podcast oder den Videocast, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass man dann Fans bildet. Dadurch, das ist halt dann nicht die Zielgruppe, weil die Zielgruppe für so Fans und diese Art von Community, berichtige das gerne oder endet oder korrigiere mich da gerne, das müsste dann eine weitaus jüngere Zielgruppe sein und eine ganz, ganz andere emotionalisierte Zielgruppe, weil ich glaube eher, das Thema eher wahrscheinlich Hass fördert als die andere Emotion, weil Zeitarbeit ist ja eher, sag ich mal, dann doch negativ besetzt um eine Community aufzubauen. Und deswegen zum Thema Sichtbarkeit und Angst vor der Sichtbarkeit, deswegen würde ich halt auch nie mit meinem Privatleben da irgendwie irgendwas verbinden, ja, weil ich schon das Gefühl habe, dass halt die Brancheninsider, die wissen um die Vor- und Nachteile,
die Nicht-Insider sehen halt schon eher das Negative. Und wenn man das dann halt nicht vernünftig reflektiert, ja, und auch dann nicht das aus dem Kontext sieht, kann man sich da schon ein paar Themen aufmachen. Und deswegen, also bin ich ein Freund davon, mich dann doch ein bisschen zurückzuhalten. Nichtsdestotrotz kann man ja auf allen Kanälen, allen Plattformen alles bespielen. Das muss auch irgendwie sein. Ich rede immer von Zahnrädern, ne? Irgendein Zahnrad muss sich bewegen, ja, um am Ende auch, dass dann was passiert. Aber ich bin kein Freund von Privaten. Aber du bist ja damit scheinbar ja sehr, sehr erfolgreich, ne? Du hattest ja, glaube ich, gerade gesagt, dass du das ja auch machst und das auch gut gekickt wird, ne? Ja, weil das wird ja auch gefordert. Und ich kriege ja dann Nachrichten und die dann oft auch so in die private Richtung geht, wo dann auch ein bisschen mehr preisgegeben wird. Ja, dreimal die Woche muss man ja auch ein bisschen was liefern und da kommen natürlich auch ein paar private Dinge rein. Ja. Wenn ich den Podcast zu Hause mache, jetzt habe ich ein bisschen Ruhe, dass meine Tochter, dass ich mich so ein bisschen zurückziehen kann, mir so einen neuen Bereich eingerichtet habe, dass ich jetzt auch ein bisschen freier und ruhiger sprechen kann, dass nicht meine Tochter ins Bild reinkommt. Das ist schon mal, das habe ich viel wert, geändert. Ja. Ja. Da habe ich ein bisschen Ruhe, ja, du kannst ein Liedchen von singen. Aber ich muss dir ein Stück weit ein bisschen widersprechen. Man kann eigentlich in jeder Nische kann man eine Community aufbauen, weil eigentlich ist ja unsere Community, sind die Leute, die sich für unseren Podcast interessieren. Nicht die Leute, die sich nicht dafür interessieren oder die Zeitarbeit schlecht finden, die interessieren mich ja gar nicht. Es ist ja schön, dass die sich schnell outen, dass die unter einem Video posten und sagen, hier Zeitarbeit, Sklaventreiber oder so. Super, weil dann muss ich die nicht mehr bekehren. Dann weiß ich schon, ihr habt euch geoutet, ihr steht nicht für ein Gespräch zur Verfügung. Mhm. Wenn ihr Lust habt, ruft mich gerne an, lasst uns austauschen. Aber ansonsten, ja, ist das deine Meinung? Ich will euch ja gar nicht bekehren, sondern ich will die, die sie über Zeitarbeit informieren möchten, die möchte ich gerne abholen und das weiß ich, das möchtest du halt auch. Und dann sind Leute, die aus der Zeitarbeit sind, die interessieren sich dafür. Und wenn die Lust haben, sich mit mir auszutauschen, wenn die mehr Informationen über mich haben möchten, dann gebe ich ihnen die gerne. Ne, klar habe ich auch Privatsphäre, gibt auch Dinge, worüber ich nicht so rede, aber schon sehr wenig. Aber ich bin auch generell eher jemand, der vielleicht mal was sagt, was er vielleicht nicht hätte sagen sollen, der so gerade raus ist. Nicht, dass du das nicht bist, aber ich bin dann manchmal zu ehrlich, gibt zu viel Preis, wo ich dann sage, hättest du auch mal, muss man ja nicht unbedingt sagen oder dann rutscht mir was raus. Ja, ich überlege nicht jeden Satz, den ich rausbringe, sondern ich hau einfach raus. Also, und so kriegt man dann auch Leute, die das mögen und Leute, die das nicht mögen. Ihr müsst ja den Kanal nicht abonnieren. Ihr müsst ja nicht jetzt YouTube-Videos gucken. Dann guckt euch was anderes an. Guckt euch Hater-Videos zur Zeitarbeit an und beweihräuchert euch danach, wie schlecht die Zeitarbeit doch ist. Ja. Wer Lust hat an Zeitarbeit, wer sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt, der ist bei dir und bei mir, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Ja. Und für die machen wir ja Content, für keinen anderen. Ja, du hattest jetzt auf meinem Kanal ja auch mit dem Interview auch gesagt, dass ich ja glaube, dass du ja aber auch noch eine andere Zielgruppe mit ansprichst, wenn es ja um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und sowas ansprichst. Da bin ich komplett bei dir. Und deswegen glaube ich halt, deine Ansicht finde ich absolut richtig und kann ich nachvollziehen. Ich glaube aber einfach, dass wir dennoch unterschiedlich das Thema angehen. Weil ich glaube bei mir, und das sehe ich halt auch in den Auswertungen ein Stück weit, sofern die überhaupt möglich sind, sehe ich halt schon, dass ich nicht immer die wiederkehrenden Hörer habe. Das heißt also, ich persönlich, vielleicht ist es entweder meine Person oder der Content. Entweder oder vielleicht, oder und, man weiß es nicht. Die denken halt, okay, da ist jetzt eine Folge, wie gründe ich erfolgreich eine Zeitarbeitsfirma? Das haben sich mehrere Tausend sowohl angehört und angesehen, aber danach nie wieder eine Folge. Dann kommt vielleicht was zu Complete, ja, dann kommt vielleicht was zu Swoof. Da will man jemand explizit sich das anschauen oder anhören, die klicken das. Die haben aber vielleicht kein Interesse, sich unseren Joe Fix anzusehen. Ja, und deswegen glaube ich halt nicht, also zumindest das, was ich, glaube ich, den Leuten anbiete, dass das für eine Community reicht. Bei dir, glaube ich halt schon, weil du aber, glaube ich, auch ein breites Spektrum in dieser ganzen Geschichte aufbaust und bietest für Menschen, die das dann halt auch, glaube ich, eher wollen. Und ich muss aber, ich will das ja auch gar nicht. Ne? Also ich möchte halt, wenn jemand sagt, hey, ich möchte eine Zeitarbeitsfirma gründen,
Ja, und ich möchte das mal von jemandem auch mal wirklich neutral, der selber keine Zeitarbeitsfirma hat, aber die entsprechende Expertise dann doch, zumindest meine ich das zu haben, sich das mal anhören will, um das vielleicht auch mal zu vergleichen mit dem, was er selber weiß oder selber wissen möchte, dann finde ich das gut und mehr will ich ja auch gar nicht, ne? Und deswegen vielleicht hat es ja auch den Grund und deswegen erzähle ich das heute am 7.6. Ich hatte das ja schon mal vielleicht in einer Folge schon mal vorab schon mal erwähnt. Wir werden das gesamte Konzept vom Zeitarbeitscoach und vom Purse One Podcast auch ändern. Ne? Wir haben die Domain www.personaldienstleistung.tv haben wir uns gesichert. Es gibt schon einen YouTube-Kanal, der heißt personaldienstleistung.tv. Das heißt, ich werde von diesem Konzept viele Interviews und dergleichen ein Stück weit zurückgehen. Das wird es weiterhin auch noch geben, aber es wird es nicht mehr so häufig geben, weil wir werden wieder viel mehr auf das Thema Informationen und halt auf das, was halt so vieles auch bei YouTube auch gemacht wird, dass wir halt Folgendes machen, dass ich halt monologisiere, aber diesmal mit Bewegtbild. Ja, dass wir halt sowas, dass ich halt ein Stück weit so ein Knowledge-Podcast und Videocast aufbaue, wo man halt zu einzelnen Themen ganz kurz in 3 bis 7 Minuten, back to basic quasi, ne? Also das, was ich halt vorher auch schon mal gemacht habe, was sehr, sehr erfolgreich war. Kurze Sequenzen, kurze Folgen mit einer Videountermalung, mit ein paar Informationen vielleicht dazu, vielleicht auch ein paar Art Pressemitteilungen, ne? Was gab es jetzt Neues vom Gesetzgeber, was gibt es dazu Neues, wer sich das vielleicht nicht durchlesen möchte oder parallel kann das dann auf dem Kanal in Zukunft dann hören und sehen, das wird es in Zukunft geben und das ist halt so ein bisschen zum Thema Sichtbarkeit und Positionierung, was man so hat, weil ich möchte mich noch ein bisschen trendscharfer da positionieren und da bleibe ich dabei, da wird es halt immer Leute geben, die sich vielleicht da für andere Themen nicht interessieren, aber das Thema jetzt wissen wollen, die googeln das und kommen dann darauf und hören sich das an und sind auch dann wieder verschwunden. Ja? Mhm. Was natürlich nicht schön ist, wenn man über Abonnenten spricht, ja. Aber ganz ehrlich, ich habe auch nicht den Wunsch, vielleicht nicht wie anders, vielleicht ein bisschen ein Stück weit wie du, das direkt zu kommerzialisieren, vielleicht. Ja? Diesen Wunsch habe ich gar nicht. Und da muss man natürlich auch gucken, deswegen ist das, glaube ich, auch ganz wichtig für Menschen, die vielleicht so einen Podcast mal selber aufbauen. Was habe ich da für ein Ziel? Ich habe dich ja auch gefragt, was ist das, was hast du für quantitative Ziele? Ja, bei mir ist es ja, für mich ist das ja ein Vehikel einmal, um natürlich Menschen zu informieren, aber natürlich halt auch die Marke Purse One ein Stück weit voranzutreiben und dann im nächsten Step Menschen, mit denen ich im Interview bin, diese Menschen auch bekannt zu machen, weil ich denen halt eine gewisse Plattform ein Stück weit dann doch anbiete, aber auch da sehe ich halt auch an den Klickzahlen, das sind nicht die wiederkehrenden Hörer, sondern halt, wenn das Thema einen nicht interessiert, die klicken es dann trotzdem nicht. Die können dich oder mich jetzt noch so gut finden. Wenn das Thema die Leute nicht interessiert, ist das, finde ich, in der Nische so schwierig, dass die Leute sich das trotzdem anhören. Zumindest in meinem Feld. Das sehe ich an meinen Zahlen. Ich kann das ja nur an meinen Zahlen klar machen. Deswegen werde ich das in Zukunft ein bisschen ändern. Ja, man darf auch nicht immer zu sehr auf die Zahlen gucken, weil sonst einfach auch gefrustet wird. Also man kann es ja wirklich bei Spotify oder auch bei Spotify noch ein bisschen besser und bei iTunes kannst du es halt auch sehen, wie lange so eine Folge gehört wurde, wie die durchgehört wurde, zu wie viel Prozent und so. Ja, ja. Das ist manchmal dann schon frustrierend, wenn du dich eine halbe Stunde hingesetzt hast, hast dich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt und merkst dann, zum Beispiel eine der schlechtesten Folgen war, Stress erkennen, Stress abbauen, wo ich dann denke, boah, wir haben doch alle Stress, warum setzt ihr euch nicht damit auseinander? Und ich habe überlegt, ich habe das nie in einem Podcast drangenommen, aber trotzdem ist es auch wichtig, ich wollte jetzt mal eine Folge zu Burnout auch machen, weil ich glaube, da haben auch einige mit Probleme. Und da ist immer Gefahr, wenn man zu viel Stress hat, dass man auch einen Burnout bekommen kann. Aber das ist nicht so angenommen worden, sondern eher diese positiven Themen und wie schneller, höher, weiter. Das interessiert die Leute mehr als eher was negativ Belastetes. Wobei Resilienz dann auf einmal gut war. Wo ich dann sage, ist auch nicht immer so alles positiv bei Resilienz. Ja, und das untermauert, finde ich, halt das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Also ich glaube, das sind halt Themen, die das muss halt auch zur Zielgruppe passen, weil ich sage mal, wir sind jetzt keine Psychologie-Podcast. Ja, und ja, Psychologe ist auch ein bisschen drin bei mir, aber ich hätte da diese Küchentischpsychologie, die man vielleicht so ein bisschen hätte. Ich weiß nicht, ob ich da Menschen wirklich mit helfen kann. Und da würde ich mich halt ich würde den Leuten ja auch nicht sagen, was sie machen sollen, wenn sie irgendwie eine Krankheit haben oder was anderes. Dafür ist das Thema viel zu wichtig. Weiß ich halt nicht, ob wir da halt nicht gesehen werden. Also da bin ich aber trotzdem ja dann bei dir und du ja dann aber auch eigentlich bei mir, weil du ja dann doch sagst, ne, Stress abbauen, Stress aufbauen oder so, wird nicht so gut geklickt. Also würdest du hier wahrscheinlich so ein negatives Thema dann nicht mehr machen, sondern dann doch lieber bei positiven Themen bleiben. Ne? Ja, weil das ist ja auch, die Community gibt es ja vor. Ich gucke halt nach, okay, was kommt gut an, was kommt weniger gut an. Ja. Und dann will ich natürlich auch Content liefern für die Community. Ja. Und am Anfang war ja nicht die Idee, den Podcast zu monetarisieren. Ja? Das ist eher, es kam dann so, du hast dann Anfragen bekommen und konntest dich gar nicht davor wehren,
dass irgendwie auch das zu monetarisieren ist, weil die Leute danach verlangt haben und gesagt haben, pass auf, ich möchte gerne, deine Reichweite möchte ich nutzen für Werbung, deine Reichweite möchte ich nutzen, um mich da zu einem Thema zu positionieren, mich als Experte zu positionieren. Und das ist auch okay, das musste ich aber erst auch verstehen. Und am Anfang, jeder, der startet mit einem Podcast, denkt erstmal, ja, okay, ab morgen bin ich jetzt in der Sichtbarkeit. Wenn ich jetzt rausgehe, werde ich vielleicht gesehen, aber das ist ja gar nicht so. Ne? Du weißt selbst, wie das am Anfang dümpelt man da so vor sich hin und bis man die ersten Feedbacks bekommt, vergehen schon ein paar Monate und auch vielleicht sogar Jahre. Bei einigen viele hören dann auf, weil sie den Erfolg und das Feedback nicht sofort haben, weil wir sprechen ja jetzt in ein Mikro, wir schauen in eine Kamera und denjenigen, dich gerade, du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin und Zuschauer, wir sehen dich nicht. Und wenn du uns nicht schreibst und keinen Daumen hoch lässt oder nicht abonnierst, dann wissen wir nicht, dass du da warst. Und selbst dann bist du noch anonym. Du wirst erst aus der Anonymität kommst du raus, wenn du eine persönliche Nachricht über Social Media oder per WhatsApp schreibst. Dann können wir auf dich, auf deine Wünsche, auf deine Belange auch eingehen. Und das kann gerne Kritik sein und das kann auch gerne Zuspruch sein. Und daran wächst das Ganze ja auch. Und das macht mir dann Spaß. Und dafür macht man das auch so ein bisschen. Jeder hat so ein gewisses Geltungsbedürfnis. Ich habe gestern noch mit einer Bekannten gesprochen, die muss ein Referat für die Schule machen. Da geht es darum, Sichtbarkeit und Social Media und der Run nach diesen ganzen Klicks und Anerkennung. Ja, wir gieren alle nach Anerkennung. Und so ein Like, ein Abo, ein Kommentar ist eine gewisse Anerkennung. Und das ist schön. Ja, wir haben alle in die Wiege gelegt bekommen, dass wir uns freuen, wenn unsere Eltern uns loben und wenn wir Zuspruch bekommen und Komplimente. Ich kann zwar nicht so gut damit umgehen, aber sie tun mir schon gut, auch wenn ich es nicht so zeigen kann oder nicht so professionell damit umgehen kann. Aber ein positives Feedback ist für dich und für mich. Ich finde es immer super und das motiviert einen immer weiterzumachen. Und dafür macht man es auch. Ja? Wenn jetzt nur noch negative Sachen kommen würden und Daniel, hör auf mit dem Scheiß und lass das endlich und so, dann würde ich flaumig nochmal hinterfragen und sagen, ja, vielleicht will die Welt das doch nicht. Aber selbst das würde es mich, glaube ich, auch anspornen, dass ich weitermache, weil ich denke im Grundsatz, ich will nichts Böses. Also warum soll ich dann damit aufhören? Und ist ja keiner gezwungen, dazu zu gucken. Und muss ja keiner in der Zeitarbeit anfangen, nur weil ich jetzt einen Podcast dazu mache. Und du hast mir auch ein paar Mal gesagt, ich soll das lassen, dir ständig zu schreiben. Ja, aber gut. Das Lachen an den Bildern, nein. Ist schon. Ja, stimmt. Ja, das war so, ja. Genau. Nein, aber das muss ich aber auch wirklich sagen. Also das ist, ich finde, ich bewundere das. Also das, was du da machst, mit wie viel Herzblut du da, das hatte ich auch gerade gesagt. Und ich möchte das jetzt auch bei dir auf deiner Plattform nochmal ganz klar sagen, auch wenn du das nicht so magst, wenn man dich vielleicht da lobt. Aber ich finde, du machst das wirklich ganz, ganz toll. Also das ist, wenn ich deine Präsenz sehe, deine Online-Präsenz, wie du das aufbaust, ich finde, dein Logo ist sehr, sehr geschmackvoll. Wenn ich deine Webseite zum Beispiel sehe und alles, was du da so in der Form machst, das hat alles Hand und Fuß, ist sehr, sehr toll. Auch wenn man vielleicht inhaltlich vielleicht auch mal anders an das Thema rangehen möchte. Ja, und das ist, ich finde halt, das gehört ja auch dazu, dass man vielleicht andere Sachen anders sieht. Ist ja okay, wir sind ja zwei unterschiedliche Menschen, muss ich aber sagen, dass ich das wirklich, mit wie viel Herzblut du das Thema angehst und mit wie authentisch du das wirklich das Thema liebst. Also ich weiß noch, wie ich das erste Mal von dir das mitbekomme, mit dem Liebe Zeitarbeit. Ich habe da wirklich tagelang drüber nachgedacht, ob ich werde auf das Wort Liebe, in dem Kontext wäre ich nicht gekommen. Und dann aber es passt bei dir und zu dir. Es passt komplett. Bei mir wäre es komplett verlogen. Ja, jetzt nicht, weil ich bei Hass das Richtige wäre, null, gar nicht. Aber es ist halt emotionslos. Ja, das ist halt ein Job irgendwie. Ne? Also ich verbinde keine Emotionen mit diesen ganzen Themen. Ja, wirklich gar nicht. Das ist einfach nur, das ist ein Job. Punkt. Ja. Und bei dir weiß ich aber, es ist halt mehr. Ne? Und das ist schön. Und ich finde das toll. Ich weiß, du liebst deine Familie, selbstverständlich. Das ist was anderes. Ja, klar, deswegen meine ich halt, dass. Ja, definitiv. Aber das ist halt so. Und das würde ich halt. Und zu dir passt das perfekt. Und ich fand das, wenn wir uns dann auch kennengelernt haben. Und es passt halt komplett zu deinem Brand. Und deswegen bist du auch so erfolgreich damit. Ja, weil man merkt, du liebst es, du liebst die Menschen zu informieren. Man merkt, du liebst das, was du da veröffentlichst. Deine Lieben auch zu veröffentlichen. Also das ist ein rundes Bild einfach bei dir. Und ich glaube, für jeden, der erfolgreich sein will, kann das so ein bisschen, glaube ich, als Vorbild, dich als Vorbild nehmen. Ja, ich könnte da jetzt stundenlang zuhören. Vielen, vielen Dank sehr gerne. Die netten und sehr warmen Worte. Und am Anfang war ja so Liebe und dann hatte ich das I so ein bisschen eingeklammert. Liebe, Lebe, ja, genau. Zeitarbeit, ne? Das war so die Idee. Habe ich dann ein bisschen mit dem Lebe dann weggepackt. Aber Liebe war gar nicht so, Liebe ist ein starkes Wort.
Und ich liebe auch Zeitarbeit. Ich stehe da voll drauf. Ich würde immer wieder Zeitarbeit machen. Sonst würde ich das nicht jetzt 18 Jahre machen, wenn das nicht meine Überzeugung wäre. Und wie meine Liebe dann immer wieder von Politikern und Gegnern von Gewerkschaften immer wieder getreten wird oder auch von... Das tut mir auch weh, wenn ich das... Ja, das ist also wirklich... Wir werden immer wieder neue Regressionen gemacht, neue Verbote, Einschränkungen. Wir müssen immer wieder aufstehen, schütteln, weitermachen und versuchen, damit auch irgendwie wirtschaftlich zu arbeiten. Und das ist so die Herausforderung. Das gibt es, glaube ich, nicht in so vielen Branchen. Es gibt auch viele Branchen, die auch schlecht besprochen werden. Die müssen auch wieder kämpfen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die jedes Jahr eine neue Steine in den Weg gelegt bekommen oder einen neuen Knüppel zwischen die Beine geworfen haben. Aber wollen wir nicht so viel jammern? Wir stehen ja immer wieder auf. Wir wissen, es ist so. Wir stehen in der Kritik und arbeiten daran, dass es halt besser wird. Und damit helfen wir mit dem Podcast und du auch mit deinem Podcast. Und so klären wir auf. Und wir werden sie nicht alle bekehren. Das ist auch nicht, weil ich bin kein Messias, ich bin kein Evangelist, ja, der hier die Botschaft nach außen tragen will, sondern ich kann nur meinen Hörern und Hörerinnen sagen, wie ich Zeitarbeit sehe, wie ich es empfinde, wie ich es fühle, wie ich es machen würde. Und ob sie das auch so machen, können sie halt entscheiden, ne, ob das ihr Weg ist. Aber idealerweise gehen sie ihren eigenen Weg. Ja, aber mich würde einfach freuen, wenn es weniger schwarze Schafe da draußen gibt, wenn weniger schlecht über die Zeitarbeit gesprochen wird. Das ist so mein Wunsch. Und wenn das rüberkommt, sehr, sehr schön, freue ich mich. Und dann habe ich alles richtig gemacht und dann you made my day. Wenn ich nur einen Wunsch hätte in dem Zusammenhang, ich würde mir aber trotzdem wünschen, deswegen auch ein Grund, warum halt auch die Plattform, die wir dann ein bisschen mehr bespielen werden, irgendwie auch größer wird. Und nicht mehr Zeitarbeitscoach heißt, sondern dann Personaldienstleistung.tv, weil ich würde mich über einen Wechsel des Wordings total freuen. Ich habe jetzt auch schon mit so vielen Leuten auch aus der Branche gesprochen. Wir beide haben da noch nicht drüber gesprochen und ich würde das als Cliffhanger nehmen, dass wir mal das als Folge mal machen, dass wir mal über das Wording sprechen. Ja, und das würde ich halt abschließend einmal kurz sagen, wenn ich das darf. Ich würde mich so freuen, wenn die Begriffe wie Leiharbeit und Zeitarbeit, wenn die irgendwie vom Markt verschwinden würden. Weil ich bleibe dabei, wer möchte sich selber als Leiharbeiter titulieren, wer möchte selber Zeitarbeiter, wer geht abends nach Hause jetzt, ich bin ein Mann, also deswegen kann ich nur sagen, ich gehe jetzt zu meiner Frau abends nach Hause und sage, hey, ich habe einen Job, ich bin jetzt Zeitarbeiter. Der Job ist ganz wichtig, die Person ist ganz wichtig, aber ich finde den Begriff einfach nicht schön. Ja, und das ist halt doch wichtig irgendwie. Ja, man muss Dinge einen Namen geben. Und ich finde die Headline Zeitarbeit und auch Leiharbeit, und Leiharbeit steht ja nun mal halt auch im Gesetz, finde ich einfach nicht gut gewählt. Und ich würde mich freuen für das, was die Menschen da draußen machen, sowohl du in deiner Funktion als auch die Menschen, die halt vor Ort beim Kunden sind, einfach auch besser dargestellt und präsentiert werden und nicht als Zeitarbeiter oder Leiharbeiter. Ja, würde ich mich freuen, wenn wir da mal kritisch drüber sprechen. Ja, ich habe schon aufgeschrieben, ich habe schon hier... Und das tut mir halt dann leid. Da muss ich halt sagen, da fängt bei mir halt auch Herzblut an. Und das ist halt auch der Grund, warum ich das auch wechsle, weil ich mich einfach mit dem Begriff von Zeitarbeit immer mehr schwer tue. Der Begriff der Zeitarbeitscoach, das war halt aus dem Gespräch heraus, man hat mich so genannt, ja, weil man sagte, hey, du hast so viel Ahnung davon. Der Begriff Coach war da irgendwie auch ein bisschen gehypt und ich fand das irgendwie dann aus einer Bierlaune heraus irgendwie dann mit Zeitarbeitscoach eine gute Sache. Stehe auch weiter ein Stück weit dahinter. Nur jedes Mal tut mir der Begriff Zeitarbeit dann das mit meinem Namen zu assoziieren, da kriege ich immer mehr ein schlechtes Gefühl einfach. Ne? Und deswegen zum Thema, ich habe schon Gefühle mit dem ganzen Thema, aber weit weg von Liebe und Hass, aber ich fühle mich da nicht mehr wohl. Und deswegen wollte ich jetzt irgendwann mal was haben und eine neue Plattform aufbauen und größer machen, die dann weit weg ist nur von dem Begriff Zeitarbeit. Ja, sehr, sehr gute Sache. Ich habe mich natürlich auch mit dem Thema schon auseinandergesetzt, aber können wir dann in der Runde dann nochmal besprechen, habe ich ganz klar auch eine Meinung zu. Leiharbeit und Zeitarbeit und Personaldienstleistung. Aber da freue ich mich drauf, das wird eine gute Folge. Top. Da gibt es Real Talk, aber gibt es auch immer bei uns. Perfekt. Und das wird gut. Haben wir schon mal ein Thema. Sehr schön. Dankeschön, Daniel. Ja, auch vielen Dank, Patrick. War wieder mir ein Fest. Ja, das kann man nicht anders sagen. Ich genieße das immer. Ich mag das. Ja. Das ist wirklich ein ehrlicher, netter Austausch, wo ich mich nicht groß vorbereiten muss. Wir haben zwar ein grobes Thema, wir haben 1, 2, 3 Fragen, die wir so ein bisschen durchangeln. Eine davon habe ich gar nicht gemacht. Ich auch nicht. Gestellt. Und das ist einfach ein harmonisches Miteinander, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, aber trotzdem, wir akzeptieren die Meinung des anderen.
Ja, wir haben ja schon letzten, du bist eher der Berater, ich bin eher der Verkäufer. Und so ticken wir einfach anders und so haben wir andere Sichtweisen. Du hast auch dein Unternehmen was dahinter. Ich habe ja noch ein Hauptstandbein mit meiner normalen Beschäftigung. Nicht? Viele denken, ich habe eine Zeitarbeitsfirma, die heißt Liebe Zeitarbeit. Du bist der Metzger, ne? Ich bin hauptamtlich Regionalleiter und arbeite da und habe das parallel berufsbegleitend. Ja. Mache ich das alles hier noch. Und so hat man dann so ein bisschen anders und man merkt, es verändert sich halt. Das Liebe, deswegen auch dieses Unternehmerdenken und einfach mal anders die Sache sehen. Deswegen vielleicht darf ich noch sagen, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, denken Sie bitte mal drüber nach. Ne? Der Daniel Müller, 3-mal pro Woche haut da Inhalte raus. Egal, wie man es vielleicht mal finden möchte oder was auch immer, da steckt relativ viel Arbeit drin. Ne? Und das macht er neben seiner Familie, neben seinem Hauptjob. Wenn man das selber nicht macht, kann man sich das gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und das macht er auch für Sie. Deswegen würde ich, glaube ich, auch im Namen von Daniel mich freuen, wenn Sie da mal zwischendurch auch mal einen Kommentar lassen, damit er auch das auch mal reflektieren kann und auch mal sieht, was passiert denn da, was interessiert die Leute denn noch mehr. Und ich glaube, das wäre auch ein Stück weit eine Wertschätzung und das hat der Daniel, glaube ich, auch verdient, weil er so viel Arbeit da reinsteckt. Also da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Heute hier wird aber sehr, geht es hier ganz schön ans Eingemachte. Ja, würde ich mich sehr drüber freuen und ich mache den Podcast für dich, für euch. Alles gut. Da draußen und freue mich immer über Feedback und vielen Dank für die schönen, warmen, ernst gemeinten Worte. So ist es. Lieber Daniel, bleib gesund, liebe Grüße an deine Family. Let's Leasing, und, Baby, wir sind raus. Bis bald. Ciao. Bis bald.